Rainer Wimmer ist böse an Bord. Loacker dazu Stellung nehmen, wo das Arbeitslosenversicherungsgesetz geändert werden soll. Und ein Antrag, der da besonders heraussticht, ist jener, wo versucht wird, Arbeitslose mit Kindern die Situation noch einmal zu verschlechtern. Und das ist einfach eine Vorgehensweise, die wir massiv ablehnen. Und die wird es mit uns sicher nicht geben. Und ich sage das auch deshalb, weil die Kollegin Schwendner schon vorher das Thema angesprochen hat und natürlich darauf hingewiesen hat, dass besonders Frauen hier besonders betroffen sind. Und ich meine und weiß wahrscheinlich, der Herr Lurker war noch nie arbeitslos, aber da treiben ihn andere Sorgen, als wie er da glaubt, weil die Frauen, die arbeitslos werden, haben Existenzsorgen, haben Angst und verzweifeln in Wirklichkeit. Und dann kommt der Antrag zustande vom Herrn Lorca, wo die Daumenschrauben jener betroffenen Kolleginnen und Kollegen noch einmal angezogen werden sollen. Und ich sage noch einmal ganz deutlich, das wird es mit uns nicht geben. Und ich bin ja froh, dass im Ausschuss alle Fraktionen außer den NEOS das so gesehen haben und dass hier keine Mehrheit hier zustande gekommen ist. Ich möchte zwei Daten dem Herrn Lorca heute, der leider jetzt nicht hier ist, mitgeben. Die Leibeigenschaft ist 1782 abgeschafft worden und die Sklaverei ist in Österreich 1812 abgeschafft worden. Ich würde ihm empfehlen, das zur Kenntnis zu nehmen. Dankeschön.